Wir haben es ja. Kanonenkugeln. Ich will diese Kanonenkugeln nicht herumschleppen. Okay. Wir haben Wartenspiegel. Nein. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Oh oh, sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Und nun, das ultimative Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglier-Szene aus Romeo und Julia. Wo? Sicher. Ups. Das wusste ich natürlich. Das, ich bin das froh, mit dem Happy End gibt und er, am musste. Ende das Mädchen bekommt. Am günstigsten Reisekoffer? Zum Tragen ist er zu schwer. Okay, vielleicht kommen wir jetzt auf die Bühne und... Okay. Schaufel! Applaudierende Affe. Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein. Fürs Erste. Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Im Krähennest? Okay. Ein Fass voll Grog und ein Hühnchen. Sieh dir das ganze Zeug an, Kamerad. Das muss eine Schlacht gewesen sein. Anker lichten und auf zur Totenkopfinsel. König André will uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal. Da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Oh, die sind ja noch heiß. Oh, 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 oh. Ich verstehe nichts mehr. Warum liegt hier Stroh? Ich will kein stinkendes altes Stroh. Okay. Schätz mal zurück zum Strand. Wir müssen hier immer noch in der Stadt einiges machen. Ja. Vielleicht haben wir noch, vielleicht können wir im Inventar noch im Theater noch irgendwas. Handschuhe. Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Aha, okay. Pistole, Pistole, Pistole. Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Aha. Können wir das nochmal machen? Ha!
Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Diesmal die Waffe vielleicht? Ich wähle diese Pistole. Wie liegt's an der Waffe? Ich habe schon Scheinbar wieder nicht. Gewonnen. Müssen wir hier dreimal verlieren oder was? Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Wir müssen die dritte nochmal ausprobieren. Ich wähle diese Pistole. Auch wenn das nichts bringt. Ich habe schon wieder gewonnen. Ja. Wir müssen es nochmal versuchen. Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. War der Banjo Koffer schon immer hier? Das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? War das schon immer hier? Okay. Ich habe das Banjo jetzt erst entdeckt. Okay. Okay. Was ist los, Brush? Kannst du nicht mithalten? Tut mir leid, ich war in der Schönheit der Melodie versunken. Willst du es noch einmal versuchen? Ich habe das Banjo nicht gesehen. Klar, ich werde gerade erst warm. Aber wir schaffen es nicht. Auch mit dem Banjo schaffen wir es nicht. Wir müssen es jetzt nachspielen oder was? Warte, ach du Schande. Aufhören. Die letzte Note war falsch. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Heieiei. Ja, du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Willst du es noch einmal probieren? Klar. Im Ernst, was war jetzt? Was? Müssen die jetzt die Musik nachspielen oder was? Achso, die letzten Töne müssen wir uns merken. 2, 3, 1. 2, 3, 1, 4. Sehr schön. Verstehe. 3, 4, 3, 2, 2. Warte! Verdammt! Die letzte Note war falsch. Das war die 2. Wieder einmal habe ich bewiesen, dass du nicht geeignet bist, mein Captain zu sein. Willst du es noch einmal probieren? Ja, das kriegen wir hin. Klar, ich werde gerade erst warm. Uff. Aufpassen. Das ist die 3. 2. 4. Drei. Vier. Warte.
Note. Ach, was ist verfälscht? Die letzte Note war falsch. Wieder einmal habe ich bewiesen, dass du nicht geeignet bist, mein Captain zu sein. Willst du es noch einmal probieren? Ja, ich muss darauf achten, welche Noten ich werde gerade erst warm. Ich versteh's schon. Jetzt die 3. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss die 0 sein. 0. 3, 0, 0. 0. 3 und 0, 0. Hier, die, das ist die Seite 0. Seite 1 eigentlich, aber... Sehr schön. Jetzt weiter aufpassen. 3. 2. 1. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4, 4. 3, 2, 1, 4. Nochmal 4 oder was? Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Verdammt. Können wir ihn vielleicht irgendwo... Gewonnen. Was? Du hast mein Banjo erschossen. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Unser erstes Crewmitglied, unser zweites. Und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch einen Seemann für meine Mannschaft. Okay, dann müssen wir den... Müssen den Kollegen um die dazu kriegen. Okay, wir haben jetzt... Zwei Mitglieder in unserer Mannschaft. Jetzt brauchen wir noch einen. Okay. Tja. Ach nee, das war der Typ, nicht den Hühnchentyp, sondern den Baumstammdinger, den müssen wir jetzt. Den müssen wir noch überreden. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Klingt toll. Fangen wir an. Das klappt du so nicht. Du musst weiterwerfen, wenn ich in deine Mannschaft kommen soll. Sekunde vielleicht. Ah ja, wir können ja hier hin. Wir können mal am Platz hier irgendwas manipulieren. Die Äste hier irgendwie ansägen oder so. Wäre nur mal so eine Idee. Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Sag nicht, das funktioniert. Dieses Messer schneidet vielleicht normales Holz, aber keinen Gummibaum. Okay, also nicht mit dem Messer.
Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Okay. Vielleicht können wir hier was ansägen. Tatsache. Ah, verstehe. Ich verstehe. Jetzt haben wir einen rutschigen. Jetzt rutscht der aus beim Baum werfen und wir gewinnen. Alles klar. Willst du nochmal? Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush. Nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Ich cheate. Klingt toll. Fangen wir an. Das echte Cheaten hier. Aber es funktioniert noch nicht wirklich. Die Öllinie läuft noch nicht bis du zu ihm. Du musst weiterwerfen, wenn ich in deine Mannschaft kommen soll. Tja, das war wohl noch nichts. Sekunde. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr manipulieren. Vielleicht. Sie anzünden. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Am Stammwurf nehme ich im Moment nicht teil. Ja. Wie können wir hier richtig cheaten? Wir können auch irgendwie diese Spur, wir können auch hier ein bisschen Feuer machen. Sekunde. Ach ja. Andere Perspektive. Sekunde. So, hier. Gib mir das Holz mit. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Juhu. Okay, jetzt hat er einen Stamm mehr, oder? Oh, in meinem Kopf dreht sich alles. Ich sollte besser die Finger vom rumlassen. Das bringt jetzt was genau? Na, egal. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush. Nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Klingt toll. Fangen wir an. Ach, und wir haben jetzt Gummibaum. Es geht natürlich leichter, oder was? Das hey, flippt. Ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich ein solche Gummibaum. Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. So, okay. Jetzt ist meine Mannschaft komplett. Komplette Mannschaft. Eine Karte haben wir auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff. Schöne Stiefel, was? Entschuldigung. Hey, sieh dir das an. Ich hab echt dicke Knochen. Oh, oh, still. Da ist Captain LeChuck. Na los, da unten, ihr Flaschen. Setzt die Segel, wir fahren jetzt nach Monkey Island. Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln. Und diesmal wird Elaine mir gehören. Ah, Elaine.
Das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst. Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch das Schiff. Auf dem Schiff kommen wir gleich. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt weiterkommen. Eine Karte. Und wir haben 3 Crewmitglieder und wir haben noch kein Schiff. Doch, die Affen sind weg. Wir haben ein Schiff. Aber die Mitglieder sind auch nicht auf dem Schiff. Können wir die irgendwie zum Schiff rufen oder? Kommt da mit. Kommt mit, meine tapfere Crew. Nee, nicht ins Theater. Da unten. Mach doch kein Theater. In Friseursalon. Kommt mit. Bereit, das Segel zum Abenteuer zu setzen? Ei, ich werde an Bord deines Schiffes sein, sobald du für mich bereit bist. Bin bereit. Sind Sie bereit, zu einem Abenteuer auszulaufen? Klar, was auch immer. Ich treffe dich auf deinem Schiff, wenn du soweit bist. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Sind Sie bereit, für ein Abenteuer die Segel zu setzen? Natürlich. Ich treffe dich an Bord deines Schiffes, wenn du fertig bist. Ich bin fertig. Oder bin ich noch nicht fertig? Muss nur irgendwas machen, damit hier. Sekunde, wir nehmen eine Abkürzung. Schnelle Reise. Noch keine Piraten auf dem Deck. Nein. Ja, also. Müssen wir noch irgendwas machen? Tja. Nein. Wir müssen noch auf dem Strand. Vielleicht müssen wir das noch erledigen hier. Wir haben die Insel noch nicht komplett erkundet. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie über den Strand kommen. Den Sonnenanbeter irgendwie. Was auch immer der jetzt noch tun soll. Heiß! Heiß! Oh. Vielleicht mit den Handtüchern irgendwie. Noch ein Handtuch. Ui, das ist aber ein heißer Strand. Hoppala. Wir nehmen uns ein neues Handtuch. Nett flauschiges Handtuch. Eiskübel. Warte mal vielleicht. Dieses Handtuch ist triefend nass. Vielleicht können wir jetzt mit dem Handtuch. Immer noch nicht. Heiß. Autsch. Oh. Ah. Autsch.
brauchen wohl noch mehr Handtücher. Scheint in gewisser Weise zu klappen. Nett flauschiges Handtuch. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Handtücher. Okay, wir haben 3 Handtücher. Vielleicht. Die Handtücher sind jetzt. Okay. Franzi, kommen wir zurück. Hallo, Sonnenbeter. Ich bin Guybrush Threepwood. Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido, Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich, jemand auf der Insel mit Manieren. Mein Drink muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Jemand mit Manieren. Aha. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ich bin ein mächtiger Pirat. Tut mir leid, mein Lieber. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Vielleicht habe ich das Zauberwort vergessen. Nimm diesen Drink mit und hol mir noch einen. Sofort! Aha. Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Seit Juli. Seit Juni, aha. Okay, und was ist es gerade? Welchen Monat haben wir? September? Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten als Sie. Ja, Schätzchen. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Sie sehen aus, als hätten Sie Ihr ganzes Leben in einer Höhle gelebt. Meine Gesichtsfarbe ist ein wenig blässlich, das gebe ich zu. Aber bald werde ich ein bronzener Gott sein. Aha. Sie sind ja unglaublich blass. Bitte, Schätzchen. Wenn du noch etwas noch sagst, bisschen. Werde ich sehr selbstbewusst. Okay. Hey, ich kann mich in Ihrer Brust spiegeln. Danke für deine scharfe Einsicht, mein Freund. Warum gehst du nicht etwas Nützliches tun? Wie zum Beispiel einen Kugelfisch inhalieren. Okay, Schätzchen? Sie sind so blass, dass Schnee dagegen braun aussieht. Sei jetzt ruhig. Wenn ich Kreide bleichen würde, wäre sie nicht annähernd so blass wie Sie. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ich bin sehr blass. Danke. Okay, da, lässt sich, glaub ich, du nicht hast mich tief verletzt. Auf die Palme bringen. Und du weißt, dass ich das ernst meine. Bist du glücklich? Hä, Schätzchen? Bist du glücklich? Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich hasse dich. Hol mir etwas zu trinken. Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh, wir haben doch schon keinen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Ja. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über keine Front gegen den Chef. Sind Sie sicher, nicht in meine Mannschaft kommen zu wollen? Sprich mit mir nicht über Arbeit, Junge. Ich bräune mich. Wir haben schon. Ich suche Blood Island. Wissen Sie, wo es liegt? Nein. Ich habe schon eine nie Karte. Davon gehört. Das ist komisch. Schlappi Cromwell sagte mir, Sie haben alle seine Shows dort gebucht. Cromwell? Ich hätte es mir denken können. Wenn ich diesen Kerl für ein Beiboot gebucht hätte, hätte es noch leere Sitze gegeben. Also wissen Sie, wie man nach Blood Island kommt? Ja, ja. Sie hatten dort auch ein wirklich nettes Zimmer. Das Meister Super Kolonial Hotel und Casino. Es war der Ort, an dem man sein musste, bevor sie die Schiffsrouten verlegten. Ich buchte dort so viele Auftritte, dass ich mir die Karte auf den Rücken tätowieren ließ. Auf Ihren Rücken? All diese kleinen gelben Klebezettel gingen ständig verloren. Oh, warum haben Sie gelogen und gesagt, Sie wüssten nicht, wie man nach Blood Island gelangt? Das möchte ich nicht erzählen.
Was? Es ist dein Gesicht, Schätzchen. Da, ich habe es gesagt, Junge. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ich muss einfach ehrlich sein. Ich dachte einfach nicht, dass du der geeignete Typ für Blood Island bist. Es ist einfach nicht der Ort, an dem ich mir deine zukünftige Karriere vorstellen kann. Lass mich dich für etwas buchen, was eher dein Ding ist. Ich kann dir einen Auftritt in dieser kleinen Schuhfabrik in Hoboken besorgen. Blood Island oder gar nichts? Wenn das so laufen soll, Schätzchen, dann läuft es eben so. Aber du musst dein Äußerliches etwas verändern, okay? Kann ich Ihre Karte nach Blood Island sehen? Du kannst sie sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Wann wird das sein? Das kann lange dauern, Schätzchen. Sehr, sehr lange. Mhm. Bitte, lassen Sie mich die Karte nach Blood Island sehen. Du kannst es sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Aber Schätzchen, das kann noch sehr lange dauern. Ich verstehe, wir haben die Karte noch gar nicht. Das brauchen wir ja. Wir müssen ihn umdrehen. Wir müssen ihn irgendwie umdrehen. Können wir ihn mit dem Handschuh schlagen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich möchte das nicht feststecken. Schade. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Muss es denn mögen? Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Ich gehe lieber den langen Weg darum herum, als durch den heißen Sand zu laufen. Okay, wie du meinst. Ach, es gab einen Weg drumherum und du bist den vorher nicht gegangen. Na toll.